Ja, herzlichen Dank für die freundlichen Worte, lieber Herr Fuhrmann. Ich muss ganz kurz eine Bemerkung vorweg machen. Wir haben uns in gewisser Weise ein bisschen arbeitsteilig abgesprochen. Ich leiste eine etwas theoretisch orientierte Einführung, und bitte Sie, mir nachzusehen, wenn das vielleicht etwas zu sperrig ist. In diesem Rahmen wird dann Joachim Scholtisek am Beispiel der Quanz, aber auch darüber hinaus versuchen, deutlich zu machen, wie dieser zuvor skizzierte Rahmen erfüllt, ausgefüllt, wie er sich entwickelt hat. Also wie man die Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte des Nationalsozialismus sowohl auf eine eher theoretische Art erklären, wie auch in ihrer im praktischen Vollzug begreiflich machen kann. Also zunächst etwas theoretischere Überlegungen, die bei mir im Hintergrund systemtheoretische Überlegungen haben. Was aber nicht bedeuten soll, dass ich in irgendeiner Art und Weise prätendiere, systemtheoretische Entwürfe hier vorzulegen. Es ist einfach so, dass ich das verwende, systemtheoretische Überlegungen verwende, um begreiflich zu machen, was eigentlich in der nationalsozialistischen Zeit passiert ist und welche Handlungsspielräume, welche Entwicklungen wir auf diese Weise plausibel machen können. Denn im Grunde lässt sich die Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte der Jahre 1933 bis 1945 ja auch als den letztlich gescheiterten Versuch beschreiben, ein Koordinationsproblem zu lösen, das durch den Anspruch des Nationalsozialismus überhaupt erst geschaffen wurde, nämlich den Anspruch, die Gesellschaft, das heißt alle ihre Teilsysteme und in der Gesamtheit dann die gesamte Gesellschaft, entsprechend politischer Vorgaben zu steuern. Es war eine Diktatur, die sagte, die Gesellschaft soll sein, wie wir es politisch wünschen. Die Politik beanspruchte damit nicht nur ein Steuerungsprimat, sie unterstellte sich selbst auch die Fähigkeit, dieses Primat effektiv einlösen zu können. Denn es wäre verrückt, wenn man sagt, ich will das tun, ich kann es aber gar nicht. Es lag geradezu im Selbstverständnis der Diktatur, sich die Kompetenz und die Kraft zuzuschreiben, die Gesellschaft in einem eindeutigen Sinne steuern zu können, war es doch gerade das Fehlen dieser Fähigkeiten, dass man dem Schwarzbudenparlamentarismus der Systemzeit ankreidete. Ihr habt es ja gar nicht gekonnt, die Weltwirtschaftskrise, ihr habt versagt, wir werden es können. Folgerichtig sah man in den nach der Machtergreifung schlagartig auftretenden Steuerungsproblemen in der Wirtschaft, auch der Nationalsozialismus schaffte das ja nicht, auch nicht die Grenzen der Steuerbarkeit generell erreicht, sondern musste die Ineffizienzen in der Steuerung, die der Nationalsozialismus allenthalben produzierte, als behebbare Fehler der Politik begreifen. Da fehlen die Informationen, die Planung ist schlecht gelaufen, wir haben die falschen Instrumente verwendet, es sind persönliche Fehler, es sind nicht die richtigen Leute, die zupackend handeln an der Stelle. Und also diese Ineffizienzen so darstellen, dass sie durch Personenwechsel und Neuorganisation zu beheben waren. Die nationalsozialistische Polykratie, den Historikern und den historisch Informierten ist dieser Begriff ja bekannt, war insofern nicht das Ergebnis, würde ich sagen, der um ihre Machtposition konkurrierenden Paladine, als die es im Wesentlichen ja dargestellt worden ist, diese Polykratie, sondern eine zwangsläufige Folge des Widerspruchs von Steuerungsanspruch und Steuerungsmöglichkeit, der durch stetes Neuorganisieren und durch stete Neubesetzungen von Entscheidungspositionen unsichtbar gehalten wurde. Hätte man sich ansonsten doch die Grenzen der Diktatur klar machen müssen. So konnte man sagen, es hat ja nicht geklappt. Der verantwortlich war, der kann es einfach nicht austauschen, neuer hin wie bei Fußball-Bundesliga-Trainern. Das von Hans-Jörg Siegenthaler in einem anderen Zusammenhang völlig zu Recht in den Vordergrund gestellte Koordinationsproblem, also wie kann eine Gesellschaft eigentlich ihre Ressourcen in einer Weise koordinieren, dass sie für einen bestimmten Zweck verfügbar gemacht werden? Daraufhin hat er in einem Aufsatz hingewiesen. Darauf will ich eingehen. Und wenn man das auf den Nationalsozialismus beziehen will, kann man sagen, dass aus dem Koordinationsproblem so eine Art selbsterzeugtes Grunddilemma der Diktatur entstanden ist, nämlich die Illusion der Steuerbarkeit der gesellschaftlichen Teilsysteme und der Gesellschaft durch eines dieser Teilsysteme, nämlich die Politik, bei gleichzeitig faktischer Unsteuerbarkeit der Gesellschaft, dass dieses Dilemma, die Dinge unter einen Hut zu bringen, das musste man aufrechterhalten und man konnte es nicht. Im wirtschaftshistorischen Kontext bekam dieses Dilemma die Ausprägung, dass Deutschlands ökonomische Ressourcen im Zweifelsfall auch gegen den Willen der über diese Ressourcen verfügenden Unternehmen für die Aufrüstung und den Krieg erweitert und gebündelt werden mussten.
und zwar entsprechend staatlicher Vorgaben. Im Grunde hatte der diktatorische Staat also sicherzustellen, dass die Unternehmen etwas taten, worauf sie sich vor 1933 freiwillig nicht eingelassen hätten, nämlich Investitions- und Produktionsentscheidungen an den Bedürfnissen der Rüstung und des Krieges auszurichten. Die Frage ist nun, wie der diktatorische Staat das erreichen konnte und wollte, dass die Unternehmen also etwas tun, ja, taten, was sie aus eigenen Stücken nicht getan hätten, was sie jetzt aber tun sollten. Wie konnte er das erreichen? Wie hat man also den Handlungsspielraum von Unternehmen versucht zu beeinflussen? Dabei stellt sich zunächst ein ganz grundsätzliches Problem, nämlich, wenn man so will, dass das Effizienzgeheimnis moderner Gesellschaften gerade in der gegenseitigen Respektierung der autonomen Funktionsweise von Politik und Wirtschaft liegt. Politik maßt sich nicht an, zu wissen, was Wirtschaft kann, und Wirtschaft respektiert die Entscheidungen der Politik. Und insofern können beide Seiten für sich effizient sein. Effiziente Wirtschaftssteuerung ist folgerichtig gar nicht möglich. Im Grunde akzeptierte die Diktatur dieses Dilemma in gewisser Weise, insofern man bereits 1933 und 1934 alle nationalsozialistischen Experimente in der Wirtschaft abbrach und Privateigentum und dezentrale Entscheidungsstrukturen grundsätzlich akzeptierte. Stattdessen setzte seit 1934 ein im Kern bis zum Kriegsende andauernder Experimentierprozess ein, in dem ständig neue institutionelle Arrangements das Steuerungsdilemma bearbeiten sollen, ohne dass je eine zufriedenstellende institutionelle Lösung gefunden worden wäre. Hier ist freilich festzuhalten, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, dass eine grundsätzliche Lösung auch gar nicht möglich war. Es waren nicht Planungs- und Organisationsfehler, wie in einer Literatur, die sich im Nachweis von Dummheit und Bösartigkeit des NS-Personals gefällt, noch viel zu häufig angenommen wird, sondern es waren grundlegende Dilemmata, die eine effiziente institutionelle Lösung des Steuerungsproblems ausschlossen. Denn zentrale Steuerung und nur dezentral erreichbare Effizienz schließen einander aus. Spätestens seit 1943 begann man sich in der Improvisation einzurichten, ohne dass man sich dies freilich eingestehen konnte. Die Geschichte der institutionellen Lösungsversuche von Schachts neuem Plan über die zahlreichen Bevollmächtigten, den Vierjahresplan, schließlich die unterschiedlichen Träger des Kriegswirtschaftssystems bis hin zu Speers Ministerium für Rüstung und Kriegsproduktion, das ganz auf eine Einbeziehung dezentraler Entscheidungsträger setzte, reflektieren die hier angesprochene Problematik. Der Nationalsozialismus hat es also nicht vermocht, eine Steuerungsinfrastruktur dauerhaft zu etablieren, sondern er musste ständig korrigieren, anpassen und, und. Da in einer modernen Gesellschaft, und Deutschland war vor 1933 eine solche und blieb sie auch, Politik und Ökonomie im Grunde gegeneinander ausdifferenziert sind und sich bestenfalls im Sinne der je eigenen Funktionslogik irritieren können, irritieren ist ein Begriff von Luhmann hier, stellte sich der Steuerungsanspruch aber nicht nur als das Problem, die richtigen staatlichen Steuerungsinstitutionen zu schaffen. Der diktatorische Staat musste nicht allein angemessene Steuerungseinrichtungen in die Welt setzen, was ihm offensichtlich nicht gelang. Er musste für diese Institutionen auch Programme bereitstellen, den neuen Plan, die Devisenbewirtschaftung, den Vierjahresplan, die Rüstungsprogramme, Einzelprogramme im Krieg, seien hier nur kurz erwähnt, und schließlich auch die Medien verfügbar halten, mit denen diese Programme gegenüber der ja weiterhin dezentral entscheidenden Privatwirtschaft wirksam zur Geltung gebracht werden konnten. Die wirtschaftshistorische Forschung hat in diesem Bereich an Fallbeispielen sehr schön zeigen können, dass dem Staat auch dies nicht wirklich gelungen ist. Von Petzinas Studie über die Funktionsweise des Vierjahresplans bis, um ein Werk nur zu nennen, was mir sehr gewärtig ist, zu Lutz Budras umfassendem Werk über die Funktionsweise der deutschen Luftrüstung, haben alle einschlägigen Arbeiten die Problematik inkonsistenter Programme, häufiger Programmwechsel, stark fluktuierenden Personals und häufiger Fehlschläge unterstrichen, die ich aber, wie gesagt, nicht als eine Folge der Bösartigkeit oder der Inkompetenz des Personals ansehe, sondern als eine Folge eines falschen Steuerungsanspruchs. Die Frage, die sich nun allerdings stellt, ist die, warum trotz derartiger und ich würde unterstellen zwangsläufiger Mängel gleichwohl die deutsche Rüstungsproduktion und das Kriegswirtschaftssystem
so lange funktioniert haben, einen recht eindrucksvollen Aufrüstungsprozess ermöglichten und schließlich während des Krieges noch einmal deutlich ihre Leistungsfähigkeit steigern konnten. Die Antwort ist keine einfache. Der Nationalsozialismus erreichte diese Ergebnisse in der Steuerung der Wirtschaft, wenn man so will, so meine These, durch die Kombinierung ganz unterschiedlicher Programme und durch die Nutzung ganz unterschiedlicher Steuerungsmedien, mit denen es gemeinsam gelang, die Entscheidungsprogramme von Unternehmen zu beeinflussen. Über die Steuerungsprobleme der Politik sind wir, wie oben kurz angesprochen, durch die wirtschaftshistorische Forschung zwischenzeitlich gut informiert. Trotz aller Ineffizienzen aber reichten die Institutionen und Programme doch aus, das Investitions- und Produktionsverhalten von Unternehmen nachhaltig zu beeinflussen. Um diese relativen Erfolge transparent machen zu können, müssen wir zunächst kurz unternehmerische Entscheidungsprozesse modellieren und danach fragen, wie weit politische Einflussnahmen in diesem Rahmen zur Geltung kommen können. Erst dann lohnt es sich, einen Blick auf den Einsatz der Steuerungsmedien durch die Politik im Einzelnen zu werfen. Also wie treffen Unternehmen Entscheidungen, wie kann ich das eigentlich beeinflussen? Unternehmen treffen Entscheidungen auf der Basis interner Selbst- und externer Marktbeobachtung, wobei letztere selbstverständlich auch im Unternehmen stattfindet. Also wenn ich den Markt beobachte, kann ich das nur im Unternehmen tun. Ich kann ja nicht, selbst wenn ich meine Leute auf die Märkte schicke, müssen die zurückkommen, dann müssen sie sich zusammensetzen, dann wird das intern modelliert. Wesentliche Entscheidungsparameter sind intern aufbereitete Preissignale und entsprechend angelegte Zukunftserwartungsprogramme. Denn Unternehmen können sich sowohl selbst als auch ihre Marktumwelt ausschließlich über selbst aktualisierte Preiswahrnehmungen, das jetzt etwas theoretisch formuliert, beobachten. Jede relevante Information über die Zukunft eines Unternehmens muss zugleich eben auch immer als Preisinformation verfügbar sein. Entscheidungsprogramme von Unternehmen beruhen mithin auf der Ausnutzung erwarteter zukünftiger Preisdifferenzen. Da diese jedoch nicht immer eindeutig sind, werden zusätzliche Gesichtspunkte entsprechend der unternehmensinternen Kommunikation hinzugezogen, um die zukünftige Entwicklung entscheidungsrelevant modellieren zu können, insbesondere die rechtliche Verfasstheit von Märkten, also was darf man in Zukunft tun, was darf man nicht tun, die politische Gestaltung von Märkten, sowie schließlich die unterstellte Erwartung der Märkte gegenüber den eigenen Produkten. Kein Unternehmen wird etwas herstellen, von dem es nicht ausgeht, dass es das in 3 oder 4 Jahren auch verkaufen kann. Das würde nicht funktionieren. Schließlich nehmen sich Unternehmen in einem ganz allgemeinen Sinn auch stets als Teil der sie umgebenden Gesellschaft wahr, deren Erscheinungsbild sie zwar nicht beeinflussen können, deren Erwartungen aber gleichwohl berücksichtigt werden müssen. Kein Unternehmen kann die Gesellschaft und ihre moralischen Vorstellungen ignorieren. Ansonsten könnte man bei Siemens sich jetzt hinsetzen und sagen, wir bauen einfach Atomkraftwerke, ist mir auch völlig egal, was hier in der Gesellschaft passiert. Das ist völlig ausgeschlossen. Die müssen die Tatsache, dass die deutsche Öffentlichkeit Atomkraftwerke nicht will, selbstverständlich in ihr Entscheidungskalkül einbauen. Im Ergebnis all dieser Faktoren kommt es gleichwohl darauf an, dass ein Unternehmen seine Entscheidung auf zukünftige positive Preiserwartungen stützen kann. Also was wird mein Unternehmen auch in Zukunft am Überleben halten? Will man ein Unternehmen, dessen Entscheidungsautonomie man grundsätzlich respektiert, das haben die Nationalsozialisten ja getan, sie haben die nicht verstaatlicht, von außen beeinflussen, so ist es daher offensichtlich erforderlich, jene Entscheidungsparameter zu beeinflussen, die intern bei der Entscheidungsbildung verwendet werden und dann darauf zu hoffen, dass die Impulse auch so wahrgenommen werden, wie man das gerne hätte. Dabei ist klar, dass positive Entscheidungen im Sinne der politischen Vorgaben stets an positive Preiserwartungen gekoppelt sind. Oder es muss physischer Zwang angewandt werden. Kein politisches Programm kann den Unternehmen sagen, ihr produziert das und das und das, damit werdet ihr Verluste machen. Dann werden die Unternehmen sagen, du kannst nicht mal, das geht nicht. Das heißt, dann muss ich Zwang anwenden. Also wenn ich etwas erreichen will, muss das Unternehmen damit gewinnen oder zumindest sein eigenes machen können oder zumindest sein eigenes Überleben garantieren. Also setzt eine Beeinflussung von Unternehmen in einem positiven Sinne, solange ich sie als Unternehmen autonom respektiere, voraus, dass positive Anreize gesetzt werden, die intern auch entsprechend wahrgenommen und dann umgesetzt werden können. Welche Steuerungsmedien standen nun dem politischen System zwischen 1933 und 1945 zur Verfügung, um das Verhalten der Unternehmen zu beeinflussen? Modernen Gesellschaften
Darauf habe ich ja schon hingewiesen, ist Steuerung im Grunde nicht wirklich möglich. Man kann also das nicht im Einzelnen vorschreiben, was jemand tun soll. Aber es existiert im wieder Luhmannschen theoretischen Sinne gesagt eine strukturelle Koppelung und damit gegenseitige Beeinflussbarkeit der Teilsysteme, die vor allen Dingen über die Nutzung von Kommunikationsmedien erfolgt, das heißt über die Nutzung von Einflusswegen, mit denen man das Anschlussverhalten der anderen Seite positiv erwartbar machen kann, beeinflussen kann. Die hier in Frage stehenden Medien, die der Nationalsozialismus nutzte, sind folgende vier. Das ist zunächst die Wertekommunikation oder das Medium der öffentlichen Meinung. Das zweite ist die Nutzung des Mediums der Macht, zweifelsfall auch des Zwangs. Das dritte Medium, was man hatte, ist die Nutzung des Rechtes. Man kann Recht einsetzen. Und das vierte ist ganz wesentlich das Medium Geld. Man kann mit Geld arbeiten. Die Wirkung dieser Medien, das darf man nicht vergessen, ist eigentümlichen Restriktionen unterworfen. Generell kann man sagen, dass ihre Wirkung proportional zu ihrem Einsatz abnimmt. Propaganda verschleißt sich. Wer hört schon gerne ständig Führer reden? Macht zerfasert und wird unglaubwürdig. Recht gerät in performative Widersprüche und Geld, wenn ich davon zu viel nehme, inflationiert, schlicht und einfach. Das politische System, das über die Nutzung dieser Maßmedien eigene Entscheidungen durchsetzen will, muss mit dieser Eigentümlichkeit der Kommunikationsmedien rechnen. Und es scheint, als habe der Nationalsozialismus zumindest im Bereich der Nutzung des Mediums Geld mit seiner geräuschlosen Rüstungs- und Kriegsfinanzierung das Inflationsproblem durchaus gesehen und auf die Nachkriegszeit verschoben. Im Bereich der Propaganda und des Rechts hingegen fand eine Expansion der Nutzung des Mediums statt, die schließlich sowohl in dem Bereich der Propaganda und des Rechts hingegen fand eine breite Expansion statt, die schließlich das Medium selber untergraben hat. Die Propaganda wirkte nicht mehr. Das Gleiche gilt für das Recht. Man hat zunehmend Rechtsverordnungen eingesetzt in einer Weise, dass schließlich niemand mehr wusste, welche Verordnung welches Sonderbevollmächtigten gerade durch Führerbefehl bestätigt, außer Kraft gesetzt oder verändert worden war. Das Recht geriet also in zunehmendem Maße durch seine Nutzung in performative Widersprüche. Ein ähnlicher Verschleiß kennzeichnete, das habe ich gesagt, die Mobilisierung der öffentlichen Meinung, ich wiederhole es jetzt kurz, die offensichtlich immer dann erfolgreich war im Nationalsozialismus, wenn man auch reale Erfolge mitteilen konnte. Etwa die Olympischen Spiele waren ein großer Propagandaerfolg oder der Sieg über Frankreich 1940 war ein großer Propagandaerfolg, aber bereits in ihrer Routine in der Vorkriegszeit an Bedeutung verloren. Das gemeinsame Hören von Führerreden, das weiß man, ließ deutlich in der Wirkung nach. Die Glaubwürdigkeit des völkischen Beobachters war nicht mehr gegeben. Das Ansehen der in der Öffentlichkeit auftretenden und dort inszenierten Nazi-Größen war ja im Volksmund sehr, sehr differenziert. Fast alle wurden bis auf Hitler schließlich zum Gegenstand von Gespött. Die Nutzung von Macht und Zwang ist ganz unterschiedlich zu bewerten. Bei der Verfolgung von politischen Gegnern und bei der Durchsetzung der rassistischen Ziele war sie durchweg hochwirksam. Zumal der Nationalsozialismus die Macht keinerlei rechtsstaatlicher Kontrolle unterwarf. Im Bereich der Wirtschaft war die Anwendung von Zwang offensichtlich eher selten. Einen Kommunisten kann man verprügeln, einen Juden deportieren, der morden. Die Produktivität steigt aber nicht auf Befehl. Alle vier hier in Frage stehenden Kommunikationsmedien wurden vom Nationalsozialismus in unterschiedlicher Weise intensiv genutzt. Ihre Wirksamkeit konnte die Politik selbst aber nicht wirklich kontrollieren, da sie häufig nur in Kombination, in situativ ganz unterschiedlicher Weise sowie teilweise nur graduell wirkten. Manchmal auch von Zufällen und anderem abhängig waren. Diese exakt nicht kontrollierbare Wirkung sowie das mit der Zunahme der im Übrigen zumeist selbst herbeigeführten realen ökonomischen Probleme sich verstärkenden, diese exakt nicht kontrollierbare Wirkung setzten spätestens seit 1934 eine Mediennutzung ein, für die der Nationalsozialismus selbst die Bezeichnung rücksichtslos verwendete. Man merkte, man nutzt alles, aber man kann die Wirkungen, die man gerne haben möchte, nicht wirklich erreichen und muss dann immer mehr davon nehmen. Und dafür hat der Nationalsozialismus selber die Bemerkung des rücksichtslosen Einsatzes verwendet.
Im Ergebnis führte dann die intensive Mediennutzung zu deren Inflationierung. Im Ergebnis nahm der Problemdruck zu, die Medienwirkung weiter ab. Ein Prozess des gegenseitigen Aufschaukelns begann, der, und das darf nicht vergessen werden, aber eben auch seine Erfolge hatte. Denn im Kern ruinierte der Nationalsozialismus die deutsche Wirtschaft und den Großteil ihrer Unternehmen, um den Bereich der Rüstungs- und Kriegswirtschaft parasitär aufzublasen. Der wesentliche Punkt, ich kürze das jetzt hier ein wenig ab, der wesentliche Punkt, der in der Mediennutzung sich dann als außerordentlich wirksam erwies, war die Nutzung des Geldes. Es lassen sich nur sehr wenige Fälle nachweisen, in denen Unternehmen unmittelbar gezwungen worden sind, bestimmte Dinge zu tun, auch wenn im Laufe der Zeit die Handlungsspielräume der Unternehmen sukzessive abnahmen, da die Rohstoffversorgung auf der einen Seite staatlich kontrolliert war und auf der anderen Seite die Abnahme der Güter durch den zunehmenden Maße durch den Staat erfolgte. Der Staat war insofern Anbieter von Produktionsfaktoren und Nachfrager nach Produkten in erheblichem Maße und er besaß eine außerordentlich hohe Preissetzungskompetenz, die von ihm im Wesentlichen auch genutzt wurde. Und auf diese Weise entstand eine im Wesentlichen über das Geld angelegte kombinierte Wirkungsweise von Medien, die sich vielleicht dort die dazu führte, dass die Mehrzahl der Unternehmen schließlich bereit gewesen ist, sich auf Kriegs-, auf Rüstungs- und dann auf kriegswichtige Programme einzulassen und in erheblichem Maße auf diese Weise Teil eines Systems zu werden, an dem sie eigentlich von sich aus nicht teilgenommen hätten. Das ist zunächst noch kein so starker Befund, denn ganz offensichtlich war das Mitmachen zu erwarten. Die kombinierte Wirkungsweise dieser Medien und ihre, wenn man so will, geradezu perverse Folge zeigt sich allerdings am deutlichsten dort, wo Unternehmen schließlich auch bereit waren, auch die Regeln jeder Alltagsmoral zu durchbrechen, etwa in der Entjudung der deutschen Wirtschaft, insbesondere in der Verdrängung von Juden aus Führungspositionen in großen Unternehmen, in denen sie vor 1933 aufgrund autonomer Unternehmensentscheidungen zum Teil eine maßgebliche Rolle gespielt hatten. Die Unternehmen hatten nach dem 30. Januar 1933 keinen sachlichen Grund, ihre Entscheidungen aus der Zeit vor dem Januar 1933 zu revidieren, taten es aber bis 1938 in der Mehrzahl dann doch, teils bereitwillig, teils zögerlich, weil Denunziation in der Öffentlichkeit bis hin zum Boykott drohte, weil nicht selten jüdische Unternehmen bzw. Manager an Leib und Leben bedroht wurden, weil die rechtliche Stellung jüdischer Unternehmen zunehmend schlechter wurde, weil jüdische Unternehmen von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen wurden und so weiter. Auf diese Weise wurden Unternehmen zu Entscheidungen genötigt, die sie unter den freien Bedingungen der Weimarer Republik nicht getroffen hätten. Dass sie in den Bereich der Rüstungs- und der Kriegswirtschaft eintreten, ist verständlich, wenn der Staat die Produktionsprogramme und die Preise bestimmt. Wenn Sie darüber hinausgehen, dann tun Sie etwas, was einer genaueren Erklärung bedarf. Und da wird ja später auch Joachim Soltyschek noch drauf eingehen. Sie wurden auf diese Weise zur Entscheidung genötigt, haben sie zum Teil auch selber dann freiwillig getroffen, die sie unter den freien Bedingungen der Weimarer Republik eben nicht getroffen hätten. Im Gegenteil, unter den Bedingungen der Republik nahmen die meisten deutschen Großunternehmen Juden selbstverständlich in ihre Vorstände und in ihre Aufsichtsräte auf. Nun ist die Einflussnahme auf die personelle Zusammensetzung von Unternehmensleitungen und Belegschaften relativ leicht. Hier hatte der Nationalsozialismus dann in hohem Maße auch die Möglichkeit, genaue Vorgaben zu machen. Es dürfen Menschen jüdischen Glaubens eben nicht mehr vertreten sein. Und schwieriger wird es, wenn komplexe Organisations-, Investitions- und Produktionsentscheidungen einheitlich gesteuert werden sollen. Hier bedarf es der Erzeugung von Anreizen und von Abreizen und Anreizen, die gewünschtes Verhalten als gewollte Eigenleistung des Unternehmens hervorbringen. Dem Nationalsozialismus ist dies offensichtlich überall dort gelungen, wo er extreme Anreize mit harten Restriktionen kombinieren konnte, also vor allem im Flugzeugbau, dem schließlich größten deutschen Industriezweig, in weiten Teilen der rüstungswichtigen Investitionsgüterindustrie sowie zum Teil in der chemischen Industrie. Die Konsum- und Verbrauchsgüterindustrien hingegen waren vor allem Gegenstand von Restriktionen, Vernachlässigung und Austrocknung, die manchen Bemühungen um die Erreichung
des Status der Kriegswichtigkeit geradezu etwas Verzweifeltes gaben. Viele Unternehmen mussten sich als kriegswichtig darstellen, um überhaupt einen eigenen Handlungsspielraum zu haben, den sie sonst gar nicht gehabt hätten. Kurz, der Nationalsozialismus hat also ein System geschaffen, in dem die Handlungsspielräume, die Entscheidungsspielräume der Unternehmen sukzessive verkleinert wurden, und zwar dadurch, dass er alle verfügbaren Medien eingesetzt hat, auf die ich hier eingegangen bin, was dahin gehen konnte, was so weit reichen konnte, dass Unternehmen sich schließlich auch an Dingen beteiligt haben, die über die Einhaltung der Common Sense Moral hinausgingen und wo ganz erkennbar moralische Standards verletzt wurden. Für die Mehrzahl aber gilt zunächst, das Verhalten im Nationalsozialismus selber war eine Folge der eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten, die es gab. Wenn man das im Einzelnen beurteilen will, kommen schließlich die einzelnen Unternehmensgeschichten ins Spiel, auf die ich hier gar nicht eingehen kann. Denn in dem skizzierten Rahmen blieben sehr viele zu füllende Spielräume. Das, was ich Ihnen vorgestellt habe, der Nationalsozialismus will steuern, er nutzt Medien, er lässt den Unternehmen gleichwohl Handlungsspielräume, weil er sie nicht verstaatlichen und ineffizient machen will, das schafft ja auch weiterhin füllbare Handlungsspielräume. Gerade in gestaltender, teilnehmender Hinsicht gab es durch diese Konstellation auch Handlungschancen, das darf man gar nicht bestreiten. Und je eher einzelne Unternehmen oder Unternehmer über die Regeln der Common-Sense-Moral hinwegsahen, umso eher konnte der Nationalsozialismus für manche auch eine Art Spielfeld werden, in dem man sich, war man nur findig und anpassungsfähig genug, mit großen Erfolgsaussichten bewegen konnte. Über Günter Quandt muss ich hier nicht sprechen, das wird Joachim Scholtisek gleich tun. Nur so viel sei gesagt, Quandt, aber auch Friedrich Flick, Heinrich Koppenberg von der Junkers AG oder Philipp Fürchtegott Remzma, um ganz verschiedene Beispiele zu zitieren, erkannten frühzeitig die Möglichkeiten, die eine aktive Teilnahme an der NS-Wirtschaftsorganisation und Politik bot. Und sie handelten je nach persönlichem Temperament durchaus virtuos im Geflecht politischer, ökonomischer und finanzieller Zwänge ihrer Zeit. Das heißt, sie haben sich insofern beteiligt, wohl wissend, dass eine Haltung, die auf eine Verweigerung hinausgelaufen wäre, unter den gegebenen Bedingungen nicht möglich war. Die Alternative zu dem, was ich hier anspreche, ist also nicht die, dass man sich überhaupt nicht beteiligt, sondern die Frage ist eher, wenn ich schon gezwungen bin, mit meinem Unternehmen Teil dieses nationalsozialistischen Wirtschaftssystems zu sein, in welcher Weise nehme ich das wahr? Und hier gibt es eben aktive Fälle und es gibt Fälle, die sich eher zurückgehalten haben. Die haben also durchaus virtuos gehandelt, die Herrschaften, die ich kenne, und sie haben Handlungschancen im Geflecht politischer, ökonomischer und finanzieller Zwänge ihrer Zeit gesehen. Sie haben diese Konstellation nicht hervorgebracht. Sie standen aber nicht zurück wie andere, wenn es galt, die Chancen zu nutzen. Das hat die Forschung auch gezeigt. Wenn es um moralisch beurteilbare Verhaltensweisen gehen soll, dann noch am ehesten hier, im Bereich der Nutzung von Handlungsmöglichkeiten, die ohne das Regime niemals existiert hätten. Das scheint mir der Kern dabei zu sein. Nicht, dass sie mitgemacht haben, das war unter den Bedingungen der Zeit gar nicht anders vorstellbar. Die Nutzung der Medien ließ keine Chance, das sei so widersprüchlich, wie es gewesen ist, das ließ keine Chance. Die moralische Frage stellt sich an dem Zeitpunkt, wo man Handlungsmöglichkeiten wahrgenommen hat, die ohne das Regime zu keinem Zeitpunkt existiert hätten. Hierfür etwa für Arisierungen, ähnliche Maßnahmen, gibt es auch im Nachhinein gesehen keine Entschuldigung. Hier waren die Handlungsspielräume klar und wie die Akten in der Regel zeigen, den Beteiligten seinerzeit auch völlig bewusst. Ich komme zum Schluss. Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Nationalsozialismus mit seinem Rüstungs- und Kriegsprogramm ein Koordinationsproblem schuf, das er nicht lösen konnte, da er aus welchen Gründen auch immer die Autonomie der Unternehmen im Grundsatz nicht antastete. Er wollte effizient sein und das setzt autonome Unternehmen voraus. Dieses selbst erzeugte Dilemma, das in den kommenden Jahren nach 1933 in der Folge der Steuerungsversuche des Nationalsozialismus stetig wuchs, stetig zunahm, suchte er durch die immer rücksichtslosere Nutzung von Steuerungsmedien auszugleichen, mit denen unerwünschtes Verhalten verhindert, gewünschtes Verhalten prämiert werden sollte. Auf diese Weise änderte der Nationalsozialismus das Entscheidungsmilieu der Unternehmen drastisch. Das Entscheidungsmilieu drastisch war dies normalerweise eben auf die preislich
kodierte Marktbeobachtung bezogen. So hingen Entscheidungen und die Erwartungsbildung nun sukzessive nicht mehr von Marktsignalen, sondern von politischen Vorgaben ab, die sich in entsprechenden Preisdifferenzen bzw. Subventionen durch das politische System niederschlugen. Die Selbstbeobachtung der Unternehmen in und über Märkte im Nationalsozialismus brach insofern zusammen und zwang zu Verhaltensänderungen, obwohl man wusste, dass diese Form der Zwangswirtschaft nicht von Dauer sein würde. Man wusste, dass man sich auf etwas einlässt und mit etwas umgehen muss, von dem zugleich klar ist, dass das niemals dauerhaft funktionieren kann. Das ging nicht. Dazu waren die Probleme einfach viel zu offensichtlich. Da ein Unternehmen seine Entscheidungsprozesse aber nicht willkürlich einfach aussetzen kann, man kann nicht als Unternehmen 1933 nicht sagen, mir gefällt die Regierung nicht, ich wandere jetzt aus, und zwar inklusive aller Anlagen, aller Maschinen und aller Beschäftigten. Da ein Unternehmen seine Entscheidungsprozesse nicht aussetzen und auf bessere Zeiten warten kann, hatten die Entscheidungen nach 1933 unter den entsprechenden veränderten Bedingungen zu fallen und sind so gefallen, wie ich Ihnen das gerade geschildert habe. Auch das moralische Urteil wird dort klar, wo man sich diese Dinge klar macht. Der Nationalsozialismus war für die deutsche Wirtschaft und ihre Entwicklung ein Verhängnis, ganz ohne Frage. Da er von Anfang an her eine Situation der parasitären Ausdehnung der Rüstung und Kriegsproduktion ins Gigantische anstrebte. Da die deutsche Wirtschaft und ihre Unternehmen hierzu aber in der Mehrzahl freiwillig gar nicht bereit waren, mussten sie dazu gezwungen oder genötigt werden. Da die staatliche Leitung der Wirtschaft aber Ineffizienzen en gros produziert hätte, suchte der Nationalsozialismus staatliche Steuerung und privatwirtschaftliche Effizienz zu verbinden und die privatwirtschaftliche Entwicklung durch Ab- und Anreize, durch Zwang und Geld zu steuern. Dies ist ihm nicht zuletzt wegen seiner Rücksichtslosigkeit in einem für die Gesamtwirtschaft desaströsen Ausmaß gelungen, da sich die Unternehmen den veränderten Entscheidungsmilieus letztlich nicht entziehen konnten und manche es eben auch nicht wollten. Der Nationalsozialismus schuf aber keine eigene Wirtschaftsordnung, geschweige denn ein eigenes Wirtschaftssystem, das nicht mehr nach Preisen und Zahlungen, sondern nach politischen Vorgaben funktioniert hätte. Im Gegenteil, man muss ganz drastisch sagen, mit dem 8. Mai 1945 war der Spuk schlagartig zu Ende. Er war schlagartig zu Ende. Der Nationalsozialismus hat insofern auch, weil sein Steuerungsanspruch unmittelbar zusammenbrach, keine in dem Sinne Wirkungen hinterlassen. Wenn man ihn beurteilen will, muss man aber sagen, dass er skrupellos genug war. Die politische Führung war skrupellos genug, Preisbildungs- und Zahlungsprozesse so zu pervertieren, dass sich Entscheidungs- und Erwartungsbildungsprozesse der Unternehmen ändern mussten. Wie dies im Einzelnen ablief, ist in vielen Unternehmensstudien geklärt worden und wird nun von Joachim Scholtysek am Beispiel von Quandt weiter ausgeführt werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.